Unseres Körpers und des Planeten waren im Innern eines Sterns. Wir sind Sternenstaub. Vor 15 Milliarden Jahren waren wir eine Masse aus Wasserstoff, die im Raum schwebte, sich langsam drehte, tanzte. Und das Gas verdichtete sich immer mehr und bekam immer mehr Masse. Und die Masse wurde Stern und begann zu strahlen. Sie verdichtete sich und wurde heiß und hell. Die Anziehungskraft schuf thermische Energie, Licht und Wärme, als ob man Liebe sagte. Die Sterne wurden geboren, wuchsen, starben. Und die Galaxie bekam die Form der Blume, so wie wir sie heute in der Sternennacht sehen. Unser Fleisch und unsere Knochen kommen von anderen Sternen, vielleicht sogar aus anderen Galaxien. Wir sind universal. Und nach unserem Tod werden wir andere Sterne bilden helfen und andere Galaxien. Von den Sternen stammen wir, zu ihnen kehren wir zurück. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todo lo que el evento de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrella. Hace 15.000 millones de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando. Y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa. Y la masa se hizo estrella y empezó a brillar, condensándose, se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir, amor. Nacían, crecían y morían las estrellas. Y la galaxia fue tomando forma de flor, como hoy la vemos en la noche estrellada. Nuestra carne y nuestro hueso vienen de otras estrellas y aún tal vez de otra galaxia. Somos universales. Y después de la muerte contribuiremos a formar otras estrellas y otras galaxias. De las estrellas somos y volveremos a ellas. El siguiente poema es uno de mis más nuevos poemas. Das nächste Gedicht ist eins meiner neuesten, meiner jüngsten. Es un poema de protesta. Es ist ein Protestgedicht. Y de denuncia. Es ist auch ein anklagendes Gedicht. Se titula El saqueo del Museo de Irak. Und es heißt Die Plünderung des Museums von Irak. Yo estuve en este museo, fue antes de Saddam Hussein, y pensé hacer un poema
por ser el único museo del mundo que era de toda la humanidad, desde cazadores recolectores hasta hoy, y me traje un catálogo que aún tengo, el único museo de la evolución humana que acaba de ser saqueado y no existe más. Die Plünderung des irakischen Nationalmuseums. Ich war in diesem Museum, das war vor Saddam Hussein, und dachte daran, ein Gedicht zu schreiben, weil es als einziges Museum der Welt über die ganze Menschheit war. Von den Sammlern und Jägern bis heute. Ich nahm einen Katalog mit, den ich immer noch habe. Das einzige Museum über die menschliche Evolution, das nun geplündert wurde und nicht mehr existiert. Die Geschichte beginnt mit den Sumerern, die erste Zivilisation der Welt, die geheimnisvollen Sumerer. Man weiß nicht, woher sie kamen. Ihre uralten Mythen gelangten bis in die Bibel und dann zu Gottes Wort geworden, bis zu uns. Die erste Kultur, die wir kennen, Irak als Wiege der Menschheit, Wiege der Schriften, der Städte, die Mathematik, die Medizin, die Astronomie, der Handel, Rechtsanwälte, Zimmerleute, Goldschmiede, Grundsteuer, Streitkräfte. Europa noch im Nebel. Die erste Schrift waren Zeichnungen. Jemand sah, dass er mit Schlamm malen konnte, dem Schlamm, von dem es dort mehr als genug gibt, Schlamm, mit dem sie die Lehmziegel erfanden, die wir heute noch gebrauchen. Und so sind die ältesten Texte der Welt aus Ton. Der Schreiber über seine Tontafel gebeugt, notiert die Schenkel, Mienen, Talente, das Gebären der Schafe und die Bewegungen der Gestirne, Tausende und Abertausende von Tontafeln. Schreiben wurde zur Sucht. Tafeln in den Ruinen von Büchereien, uralten Büchereien. Der Autor ist vergessen, doch sein Werk ist erhalten geblieben. Die Tontafel mit der Schöpfungsgeschichte in Keilschrift und der Sintflut, von der die Bibel erzählt. Doch nicht nur die Geschichte des Irak. 60.000 Jahre Menschheitsgeschichte wurden geplündert. Die Ausstellungsräume des Museums wurden geleert. Das Pentagon hatte sie zu schützen versprochen. Von der Vorgeschichte bis zu unseren Tagen der Alphabetisierung im Fernsehen und Computer mit Arabisch. Sumerer, Akkadier, Babylonier, Assyrer, Perser, Griechen, Parther, Juden, Araber zerstörten 10.000 Jahre Geschichte und ein Jahrhundert der Forschung. Die Archäologen hatten das Pentagon gewarnt. Die Vereinigten Staaten hätten die Plünderung aufhalten können. 3 Tage dauernden Raubs. Die Marines stand 100 Schritte entfernt und sahen regungslos zu. Das ist eine Übertreibung, sagte den Reportern der Verteidigungsminister. Doch das Ölministerium beschützten sie wohl. Die Nationalbibliothek brannte 2 Tage lang. So sollte der Irak gedemütigt werden, unterworfen werden den USA und ihren Marionetten in Bagdad, wie die Plünderung Bagdads durch die Mongolen, ein Angriff auf die nationale Identität und 7.000 Jahre Kulturgeschichte. Der 5.000-jährige Marmorsockel, der alle Belagerungen Bagdads überstand, doch nicht die Befreiung durch Bush. 60.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Die Zeit reichte nicht, das ganze Museum zu sehen, das man nicht mehr sehen wird. 14.000 Ausstellungsstücke, die nicht mehr sind oder zerstört sind, zertreten auf dem Boden. Alles nur wegen des Öls. Sehen Sie hier ein Stück Keramik.
Dies war Assyrisch, die einzige vollständige Sammlung der Menschheitsgeschichte, verloren wegen der Malins. Stücke, die so wertvoll waren, dass keine Versicherung sie versichern wollte. Das Geplünderte in Autos und Lastwagen weggefahren, unter den Augen der US-Truppen. Jetzt vielleicht in Antiquitätenläden, vielleicht als Weihnachtsgeschenk gekauft, Souvenirs und Dekorationsstücke oder zu bekannt, um bei Auktionen aufzutauchen, doch als Sicherheit gegeben beim Drogenhandel oder im Tresor irgendeiner Bank versteckt und werden nicht mehr zu sehen sein. Que sobrevivieron a los sitios de Bagdad, pero no a la liberación de Bush. 60.000 años de historia de la humanidad. No había tiempo de ver todo el museo, que ya no se verá. 14.000 objetos que ya no están o están destruidos, pisoteados en el suelo. Todo por el petróleo. Miren, un trozo de cerámica. Esto era asirio. La única colección completa de la historia humana. Y se perdió por los marines. Piezas tan valiosas que ninguna compañía de seguros aseguraba. Cargados en autos y camiones, los saqueados a la vista de las tropas de Estados Unidos. Ahora tal vez en tiendas de anticuarios, tal vez comprados como regalos de Navidad, souvenirs y objetos de decoración, o demasiado conocidos para aparecer en subastas, pero puestos en garantía en tratos de droga, o escondidos en cajas fuertes de algún banco, y ya no se verán. Piraten und Sklavenhändler an der Ecke Wall und Water Street. Schon 1790 bewahrten die Spekulanten, so heißt es, eine ruhige Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen der Öffentlichkeit, die seither in der Wall Street Tradition hat. Schon im 19. Jahrhundert wurden die Geschicke Nicaraguas an einem Ort namens Merchants Exchange entschieden, zwischen Wall und William Street. Tage des Schreckens und Tage der Ruhe, unvorhersehbar wie das Meer, die Wall Street. Sie tranken nicht und spielten nicht und gingen auch nicht ins Bordell. Sie rechneten die ganze Nacht und sichteten die Kontobücher, während andere tranken und lachten und tanzten. Die Räuberbarone. Nach dem Krieg in Mexiko eine Orgie von Spekulationen. Jene Eigentümer der Eisenbahnen waren nie im Gefängnis. Das göttliche Recht der Millionäre wie Aasgeier auf der Kongresstribüne. Die Eisenbahnkonzessionen gewährten gratis Ländereien, so groß wie Königreiche, mit Kohlelagerungen, Kupfer, Eisen, Gold, Erdöl, Silber, Wäldern und den Städten der Zukunft. So gab Huntington es auf, mit Uhren zu handeln. Kalt, misstrauisch, rachsüchtig, sarkastisch, scheinheilig, unbarmherzig.
Ich habe gut bezahlt, damit diese Gesetze durchkommen, schrieb Huntington und befahl, den Brief zu verbrennen. Los varones ladrones, ya desde el 18, piratas y vendedores de negros se juntaban en la esquina de Wall y Water Street. Ya en 1790 tenían los financistas, se dice, una serena indiferencia ante la calamidad pública. Desde entonces, tradicional en Wall Street, ya en el 19, los destinos de Nicaragua se jugaban en un lugar llamado Merchant Exchange entre Wall y William Street. Días de terror y otros de calma, impredecible como el mar, Wall Street. No bebieron, ni jugaron, ni fueron a burdeles. Pasaban la noche calculando y viendo libros de cuenta, mientras otros bebían y reían y bailaban los varones ladrones. Después de la guerra con México, una orgía de especulaciones. Esos dueños de ferrocarriles no estaban en la cárcel. El derecho divino de los millonarios, como aves de rapiña en las galerías del Congreso. Las concesiones de ferrocarriles daban gratis las tierras grandes como reinos, con carbón, cobre, hierro, oro, petróleo, plata, bosques y las futuras ciudades. Así Huntington dejó de vender relojes. Frío, desconfiado, vengativo, sarcástico, hipócrita, despiadado. He pagado mucho para que pasen esas leyes, escribe Huntington, ordenando quemar la carta. Este otro poema se llama Das nun folgende Gedicht heißt Das Handmade aus Nattel heißt es. Y es una denuncia de una de las últimas explotaciones del capitalismo. Es handelt sich eine der jüngsten Auswüchse des Kapitalismus. Man hat versucht, diese Tatsachen, die ich hier anspreche, geheim zu halten. Das Handy. Du sprichst in dein Handy und redest und redest und lachst in dein Handy und weißt nicht, wie es gemacht wurde. Viel weniger noch, wie es funktioniert. Aber was macht das schon? Schlimm ist, dass du nicht weißt, wie auch ich nicht wusste, dass im Kongo viele sterben. Tausende und Abertausende wegen dieses Handys sterben im Kongo. In seinen Bergen gibt es Koltan, außer Gold und Diamanten, das man für die Kondensatoren braucht, der Mobiltelefone. Um die Kontrolle über die Mineralien führen multinationale Konzerne diesen endlosen Krieg. 5 Millionen Tote in 15 Jahren. Und sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Ein unermesslich reiches Land mit einer ungeheuer armen Bevölkerung. 80% der Weltreserven an Koltan befinden sich im Kongo. Dort liegt das Koltan schon seit 3 Milliarden Jahren. Nokia, Motorola, Compaq, Sony kaufen das Koltan und auch das Pentagon und auch die Corporation, der den New York Times gehört. Und sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt.
und auch nicht, dass dieser Krieg beendet wird, damit sie weiter das Koltan rauben können. Kinder zwischen 7 und 10 Jahren schürfen das Koltan, weil ihre kleinen Körper in die kleinen Löcher passen, für 25 Cent pro Tag. Und es sterben haufenweise Kinder durch den Koltanstaub oder beim Hauen des Gesteins, das auf sie niederfällt. Auch die New York Times will nicht, dass die Welt davon erfährt. Und so kommt es, dass man nichts erfährt von diesem organisierten Verbrechen der multinationalen Konzerne. Die Bibel setzt sie gleich, Gerechtigkeit und Wahrheit und die Liebe und die Wahrheit. So wichtig also diese Wahrheit, die uns frei machen wird. Auch die Wahrheit über das Koltan. Koltan in deinem Handy, in das du sprichst und sprichst und in dein Handy lachst. El celular. Habla en tu celular y habla y habla y ríe en tu celular sin saber cómo se hizo y menos aún cómo funciona. Pero, ¿qué importa eso? Lo grave es que no sabes, como yo tampoco sabía, que muchos mueren en el Congo, miles y miles por ese celular mueren en el Congo. En sus montañas hay coltán, además de oro y diamantes, usado para los condensadores de los teléfonos celulares. Por el control de los minerales, corporaciones multinacionales hacen esa guerra inacabable, 5 millones de muertos en 15 años, y no quieren que se sepa. País de inmensa riqueza, con población pobrísima, 80% de las reservas mundiales de coltán están en el Congo. Yace el coltán desde hace 3.000 millones de años. Nokia, Motorola, Compaq, Sony compran el coltán. También el Pentágono y también la corporación de New York Times. Y no quieren que se sepa, ni quieren que se pare la guerra para seguir agarrando el coltán. Niños de 7 a 10 años extraen el coltán porque sus pequeños cuerpos caben en los pequeños huecos por 25 centavos al día y mueren montones de niños por el polvo del coltán o martillando la piedra que les cae encima. También The New York Times, que no quiere que se sepa. Y así es que no se sabe ese crimen organizado de las multinacionales. La Biblia identifica justicia y verdad, y el amor y la verdad. La importancia, pues, de la verdad que nos hará libre. También la verdad del coltán, coltán dentro de tu celular, en el que habla y habla y ríe en tu celular. Oh,
por este amor nace con una sed. Mi alma está como tierra sedienta delante de ti, Salmo 142. El comer y el beber, el Creador los ha puesto en la naturaleza como símbolos materiales de ese amor. Esa sed de Dios es la ansiedad reflejada en los rostros de toda la gente que anda en las calles y que entran a las tiendas, a los cines, a los bares. Todo el mundo va con un deseo, con muchos deseos, con un infinito deseo. Es una copa más, un dulce más, una mirada más, una palabra más, un perro más, un libro más, un viaje más, siempre más y más y más. Todos los rostros heridos con la ansiedad y el deseo. Y los que hemos escapado de esa esclavitud de los deseos, nos sentimos como los que recuerdan los campos de concentración nazi o los trabajos forzados de Siberia, de donde han escapado. Alle Menschen werden mit einem verwundeten Herzen und einem unstillbaren Durst geboren. Wie dürres Land lechzt meine Seele dir entgegen, Psalm 142. Der Vorrang des Essens und Trinkens wurde vom Schöpfer als materielles Symbol dieses Hungers und Durstes nach Gott eingesetzt. Dieser Durst nach Gott widerspiegelt sich als innere Unruhe auf den Gesichtern aller Menschen, die die Straßen, die Läden, die Kinos und Bars bevölkern. Alle Welt trägt einen Wunsch mit sich, viele Wünsche, eine Unendlichkeit von Wünschen. Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, noch ein Blick, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch ein Buch, noch eine Reise. Mehr und immer mehr. Alle Gesichter verwundet von Unruhe und Wünschen. Aber wir, die wir aus der Sklaverei dieser Wünsche entronnen sind, fühlen uns wie aus den Konzentrationslagern der Nazis oder von der Zwangsarbeit in Sibirien befreit. Der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er schon genug, aber immer wünscht er dann doch noch mehr und mehr. Er denkt, mit einem Häuschen, einem Wagen, einem verständnisvollen Ehepartner und gut geratenen Kindern wäre er zufrieden. Aber dann geht er doch immer wieder mit der gleichen Unruhe aus dem Haus. Er sucht immer neue Dinge mit immer gleicher Sucht. Mit immer gleicher Gier kauft er seine Zeitung, die er dann fortwirft. Und immer wird er gleich unbefriedigt bleiben. Es ist wie eine Krankheit, die ihn zwingt, immer mehr und mehr zu essen, ohne dass er jemals satt würde. Der Präriewolf, der einsam heult in der Nacht, heult nach dir. Und nach dir schreit die Eule, wenn sie schreit in der Nacht. Nach dir ruht sanft die Taube und weiß es nicht. Und wenn das junge Kälbchen seiner Mutter ruft, ruft es dich. Dich ruft der Löwe, wenn er brüllt. Und alles Quaken der Frösche gilt dir. Die ganze Schöpfung ruft dich in allen Arten von Sprachen. Sie ruft dich auch mit der Sprache der Liebenden und der Dichter und mit den Gebeten der Mönche. In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. In den Pupillen der Menschen aller Rassen, in den Blicken der Kinder und Greise, der Mütter und liebenden Frauen, in den Augen des Polizisten und des Angestellten, des Abenteurers und des Mörders, des Revolutionärs und des Diktators und in denen des Heiligen. In allen wohnt der gleiche Funke unstillbaren Verlangens. Das gleiche heimliche Feuer, der gleiche tiefe Abgrund, der gleiche unendliche Durst nach Glück und Freude und Besitz ohne Ende. Dieser Durst, den alle Wesen spüren und von dem auch im Gleichnis von der Samariterin am Brunnen gesprochen wird, ist die Liebe zu Gott. Um dieser Liebe willen werden alle Verbrechen begangen,
und alle Kriege gekämpft. Ihretwegen lieben und hassen sich die Menschen. Um dieser Liebe willen werden Berge bestiegen und die Tiefen der Meere erforscht. Für sie wird geherrscht und intrigiert, gebaut und geschrieben, gesungen, geweint und geliebt. Alles menschliche Tun, sogar die Sünde, ist eine Suche nach Gott. Nur sucht man ihn dort, wo er am wenigsten zu finden ist. Darum sagt der Kirchenvater Augustinus, suche, was du suchst, aber nicht dort, wo du es suchst. Überall suchen wir Gott. Auf Festen und Orgien und Reisen, in Kinos und Bars. Und doch finden wir ihn einzig und allein in uns selbst. In jedem Innern leuchtet die gleiche Flamme, brennt der gleiche Durst. Wie der Hirsch nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir, o Herr, sagt der Psalm. Jedes Herz ist von diesem Pfeil durchdrungen. Der unstillbare Hunger der Diktatoren nach Macht, Geld und Besitz ist in Wirklichkeit Liebe zu Gott. Der Liebende, der Forscher, der Geschäftsmann, der Agitator, der Künstler und der kontemplative Mönch, alle suchen sie dasselbe, nämlich Gott und nichts als Gott. Die Gesichter der jungen Mädchen tragen einen Abglanz Gottes. Darum sind sie so faszinierend für uns, weil wir geschaffen wurden für das ewige Leben. Gott ist die Heimat aller Menschen. Es ist unsere einzige Sehnsucht. Gott ist im Innersten aller Kreatur verborgen und ruft uns. Das ist die geheimnisvolle Ausstrahlung, die von allem Wesen ausgeht. Wir hören seinen Ruf in der Tiefe unseres Wesens wie die Lerche, die in der Frühe von ihrer Gefährtin geweckt wird, oder wie Julia, die Romeo unter ihrem Balkon pfeifen hört. El deseo insaciable que tienen los dictadores de poder, de dinero y de propiedades es el amor a Dios. El amante que busca la casa de la amada, el explorador, el hombre de negocios, el agitador y el artista y el monje contemplativo, todos buscan una misma cosa, el cielo. Los rostros de las muchachas tienen un reflejo del cielo y por eso son fascinadores para nosotros, porque nosotros hemos sido creados para el cielo. Dios es la patria de todos los hombres y es la única nostalgia. Desde el fondo de todas las criaturas nos llama Dios y esa llamada es el encanto que hay en todas las criaturas. Su llamada es escuchada en lo más íntimo de nuestro ser, como la alondra llamando a su compañero en la alborada, o Romeo silbando a Julieta bajo el balcón. Der sich bemüht, die Totalität des Kosmos zu verstehen. Ein runder Fels, der um einen Stern rotiert, mit einem Leben, das aus den gewöhnlichsten Atomen besteht.
Was sind wir anderes als etwas ganz Gewöhnliches im Kosmos? Oder astrophysikalische und biochemische Unfälle, die sich wohl nicht wiederholen werden. Es ist nicht mehr zeitgemäß, es wie ein Schweizer Uhrenbauer zu betrachten. Doch den Schweizer Uhrenbauer, wer machte den? Das Konzept Welt war rein irdisch und wurde in ein paar tausend Jahren intergalaktisch, himmlisch. Die Entdeckung, dass wir Teil des Himmels sind. Das, was nach Sir Fred Hoyle die Religion ausmacht, wenn wir die Masken, Tänze und Altäre beiseite tun, eine Losung, die wir in uns tragen. Ich komme von etwas, das im Himmel liegt. Minúsculo planeta de estrella insignificante de pequeña galaxia, empeñado en comprender la totalidad del cosmos. Una roca redonda dando vueltas a una estrella con una vida compuesta de los átomos más comunes. ¿Qué otra cosa somos sino algo muy corriente en el cosmos? O accidentes astrofísicos y bioquímicos de repetición improbable, ya no es moderno el considerarlo como un relojero suizo. Pero al relojero suizo, ¿quién lo hizo? El concepto mundo, únicamente terrestre, en unos pocos miles de años pasó a ser intergaláctico. Celestial, el descubrimiento de que estamos en el cielo, lo que es la religión según Sir Fred Hoyle, apartando máscaras, bailes, altares, una consigna que llevamos dentro, procedo de algo situado en el cielo.